Gefunden. Alles klar. I'll check it out. Roger. Wie sieht's denn aus? Na, oh Gott. Nee. Das kannst du mal ein bisschen Munition von Rebecca schnurren. Wäre super. Das sollte passen. Gerät zum Aufwickeln der Kette. Gerät starten, ja bitte. Kommt jetzt Anlageschlüssel. Sehr gut. Weiß ich zwar nicht, für was wir den alles brauchen, aber naja. Oh, ein Tausendfüßler. Rebecca. Andere Leute werden weggerannt, aber naja. Ja, ganz schön was aus, der Gute. Aber gut, wir haben auch nur die kleine Pistole, ne? Nein. Sehr schön. Rebecca! Are you alright? Yes, thank you. Schluss mit Schabernack! So. Erst auf Warnung. Warte mal. So, erstmal rüstest du wieder deine Pistole aus. Dann können wir austauschen. Du kriegst mal das. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den heilen will. Er ist nur auf Warnung, das passt noch. Wir haben den Anlageschlüssel bekommen. Jetzt ist die Frage, wo kommen wir jetzt überall rein? Hier gleich mal versuchen. Bild, Uhr. Das ist Uhrtür. Tür, Uhr. Das war der Raum. Noch eine verschlossene Tür, aber die geht auch nicht auf. Das ist das mit den Schwertern. Wir könnten... Jetzt muss ich mich in die richtige Richtung drehen. Bin ich hier richtig? Ja. Das hier mal versuchen. Aber es war, glaube ich, auch so eine blaue Tür mit so einem Wappen, ne? Die dazu ist. Ich glaube, irgendwie so war das.
Ja. Ach nee, das war die Uhrtür. Ja, okay. Jetzt nicht, Billy ist uns nicht hinterhergekommen. Er war so weit weg. Oh Gott. Wie zu weit weg voneinander sind, dann trennen die sich. Wenn einer durch eine Tür geht. Voll nervig. Richtig, richtig nervig. Okay, achso. Roger. Komm mal mit. Ja, gucken wir uns oben ein bisschen um. Ich glaube, unten ist alles mit Symbolen und hast du nicht gesehen. Genau. Einmal hier rein. Quer hier rum. Ach Gott, das ist so eine Tür. Hier war ja die Feuerzeugtür da drinnen. Ach, wo kann ich denn diesen blöden Anlageschlüssel verwenden? Bei welchen Türen? Nix. Echt in der Küche? Da war doch auch so eine blaue Tür. Das war doch auch so eine blaue Tür in der Küche. Oder? Was ist eine stinknormale Tür? Ach Leute, ich weiß es gerade. Ich weiß es einfach. Na? Ins Schwarze, hey. Das ist auch so eine Tür. Shit. Da rennt noch einer rum. So, hier runter ging es ja nicht. Also noch nicht. Genau. Hier ist der heiße Dampf. Hier geht's noch nicht lang. Hier sind wir jetzt, glaube ich, wieder im Konferenzraum. Genau. War
auch eine blaue Tür da oben. Wie geht's denn jetzt weiter? Was kann ich mit diesen Anlagenschlüssel machen? Ach so, ach Gott, bin ich schlecht. Natürlich, nee. Ich dachte, bei diesen farbigen Türen müssen wir irgend sowas Rundes einfügen, aber das stimmt ja gar nicht. Da brauchen wir einfach nur die passenden Schlüssel. Das ist so ein Medaillon oder so, aber nee, das stimmt ja gar nicht. Ach, Kacke. So, okay. Na gut, dass ich mir den Schlüssel einmal kurz angeguckt habe. Hallo Schlauch. Schön, dass wir jetzt vom Schlauch runter sind. Nee, das war Uhr. Hier war Uhr. Mann, ich erst scheiß Dreckviecher. Und Billy, verballer bitte nicht deine Munition in diesen scheiß Maden. Oder was das ist. Brauchen wir schlussendlich nur noch eine rote Tür. So eine zum Beispiel. Rollschlüssel verwendet. Herrgott, nee. In der Küche haben wir Brennflüssigkeit. Billy, das ist deins. Kannst du mal verwenden, kombinieren mit Feuerzeug. Mal wieder ein vernünftiges Feuerzeug. Sonst gibt es ja noch rotes Kraut, aber mehr auch nicht. Was habe ich jetzt gekriegt? Wir wollen Feuerzeug. So war das hier. Nein, aber ich kann mal kurz gucken. Hier ist aber, glaube ich, eine blaue Tür. Ja, hier war eine blaue Tür. Wollte ich nur mal gucken, wie einmal hier bin. Eigentlich bleiben. Da war das. Hier ein Strohhalm liegen. Thank you.
So, jetzt kann man auch die Feuerzeugtür machen. Holen wir. Die Herz ist abgebrannt. Ich drücke erstmal die falsche Taste. Tolle Mechanik. Kann ich ja. Wie auch immer diese Mechanik funktioniert. Dass wenn man das Feuerzeug, die Kerze anmacht, dass dann die Tür aufgeht. Oh, hi. Ich glaube, das waren irgendwie mal Forscher, so wie sie aussahen. Buch des Guten. Auf dem eleganten eingebundenen Buch steht Gut. Ganz schön schwer für ein Buch dieser Dicke. Buch öffnen? Ja, bitte. Da sind nämlich die Engelsflüglein drin. Engelsflügel mitgenommen. Hier war ja Uhr, ne? Nee, hier ist auch noch mal eine rote Tür. Muss Rebecca machen. Diesen Schiff bauen sie nicht mehr. Wegwerfen? Nein, ich möchte, dass er mein Inventar zumüllt. Erst ein Schalter umlegen, ja. Es werde Licht. So, Muni. Muni. Und hier auf dem Ding war was. Genau. Warum kommt die dann immer gleich zu mir gerannt? I'll check it out. Roger. Weil die noch als Team zusammen waren. Mal da stehen. Reicht das? Hier scheint etwas zu sein. Dieser Bär können sie jetzt nicht tragen, danke für nichts. Wir hatten noch Platz. Rebecca, hast du noch Platz? Ja. Dann nimmt sie es halt, sobald Billy hier runter ist. Eisennadel, ach ja. Damit kann ich was anfangen. Let's go. Yeah.
Eisennadel kann ich was an. Mensch, wenn wir weiterhin so gut durchkommen, brauchen wir nur 2 Streams, dann sind wir durch mit dem Spiel. An einem Stream wollte ich das Spiel jetzt ja eigentlich nicht durchballern. Auch weil ich immer noch etwas müde bin. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber in einem Stream wollte ich es jetzt eigentlich nicht durchballern. Mal gucken. Wenn ich daran denke, was da noch alles kommt, also mindestens 2 Streams brauchen wir, denke ich. Wenn nicht sogar 3. Aber beim 3. könnte es dann schon so sein, dass ich dann nach einer Stunde aufhöre, weil das Spiel vorbei ist und wir wechseln zum nächsten. Wo müsste man jetzt lang?